Die Sphinx. Ein fürchterliches Ungetüm, halb Mensch, halb Löwe, hatte sich ungestüm vor den Toren der Stadt niedergelassen, um sich mal eingehend mit den Thebanern zu befassen. Sie belagerte die Stadt regelrecht, und wer an ihr vorbei wollte, dem ging's in der Regel schlecht. Sie erlegte nämlich jedem ein Rätsel auf. Keiner weiß warum, wahrscheinlich steht sie drauf. Und wer nicht wusste, wie das Rätsels Lösung heißt, durfte nicht nur nicht vorbei, er wurde kurzerhand verspeist. Schon etliche hatte die Sphinx auf dem Gewissen. Kurzum, Theben ging's relativ beschissen. Übrigens, seit Laios ins Gras gebissen hat, regiert sein Schwager Kreon jetzt an seiner Stadt, die Stadt. Die Not bewog ihn, im ganzen Land bekannt zu geben. Derjenige, dem es gelingt, unser Theben von der Sphinx zu befreien, soll unser neuer König sein. Und dazu lasse ich ihm Jokaste zur Gemahlin angedeihen. Kaum gesagt, erreicht soeben Ödipus das Tor von Theben. Buh! Uah! Hey, Alter, krass, hast du mich erschreckt? Ich weiß. Denn ich komme ja auch direkt aus der Unterwelt, dem Hades, und frage dich, Quo Vadis? Ey, sag mal, bist du nicht hier die, die Dings? Die Sphinx. Ja, meine ich ja, die Sphinx. Wie Pfingsten mit S. Sphinx. Allerdings, ich bin die Sphinx. Und wer bist du? Ich? Ödipus. Und mit Nachnamen? Rex. Ah. Ödipus Rex. Na, ich könnte mir vorstellen, dass du ganz schön lecker schmeckst. Was? Wie meinst du denn das jetzt? Sphinx. Sphinx. Nun, ich werde dir jetzt ein Rätsel stellen. Und gelingt es dir nicht, darauf die richtige Antwort vorzuweisen, dann muss ich dich verspeisen. Was? Ja. Nein. Doch. Nein. Ey, komm, bitte friss mich nicht. Ich bin doch noch so jung. Ja. Das sagen sie alle. Doch in diesem Falle, zu deiner Beruhigung, ganz so schlimm ist es nicht. Denn wenn du es errätst, gebührt dir immerhin zum Lohn die Hand der Königswitwe sowie Thebens Königsthron. Oh. Ach so. Ja, nee, nein, danke. Stingriem, oder es trifft dich meine Pranke. Ja, ja. Ja. Ja.
Mann, Alter, wie komme ich hier weg bloß? Weglaufen ist zwecklos. Na, du bist ja ganz schön schnell. Gell. Was ist? Gibst du auf? Ja, okay. Ich gebe auf. Nehm auch gerne in Kauf, dass ich gefressen oder König werde bei diesem Spiel. Mein Leben bedeutet mir eh nicht mehr besonders viel. Tatsächlich. Ja. Denn unaussprechliche Dinge hat mir das Orakel prophezeit. Drum verbringe ich zurzeit eine ganz schön doofe Zeit. Och je. Na, wie ich sehe, bist du sehr redselig. Doch das wird dich nicht retten. Denn mein Rätsel, das errätst du nicht. Ha! Wollen wir wetten? Das schaffe ich doch mit links. Na los. Stell mir mal dein Rätsel. Sphinx. Was ist das? Es läuft am Morgen auf 4 Beinen, am Mittag auf 2 und im Allgemeinen abends auf 3. Na? Hui. Es läuft am Morgen auf 4 Beinen. Ja, das ist schwierig. Ich schätze, wäre es okay, wenn ich jetzt einen Telefonjoker setze? Nein, das ist verboten. Ach Mann, warum denn? Telefone sind zu dieser Zeit noch nicht erfunden. Ein Publikumsjoker, wo wir gerade dabei sind? Nein, geht auch nicht. Ach, Mensch. Stimmt. Was? Die Antwort ist korrekt. Wie jetzt? Mann, du hast gerade des Rätsels Lösung entdeckt. Welche nochmal? Na, der Mensch. Er läuft am Morgen seines Lebens als Kind auf allen 4. Am Mittag seines Lebens kann er dann auf 2 stolzieren. Und am Abend seines Lebens, dann nützt ihm sein Krückstock, auf den er sich stützt, als 3. Bein. Ach, na klar, Alter. Der Mensch. Ja, genau. Sag mal hier, du warst doch so versessen darauf, mich aufzufressen, ne? Ich würde mal sagen, das kannst du jetzt wohl vergessen, Alter. Mensch. Das war ja easy. Das hat dir der Teufel gesagt, schrie sie, wurde vor Scham und Wut puterrot und stürzte sich aus lauter Gram in den Tod. Nee, oder? Doch, in den Tod. Themen war befragt.